Hallo, meine Lieben, seid alle herzlich begrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, und zwar Engelwelt. Denn Engelwelt deutet uns ganz klar, in welche Zeiten wir leben. Denn die Engel haben einen Dienst, den sie vollbringen müssen, in bestimmten Zeiten und nicht in allen Zeiten. Und genau diese Unterschiede merken viele Bibelausleger nicht. Aber bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich noch etwas sagen. In 1. Korinther 11, 11 bis 12 ist geschrieben: Der im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Israel ist von Gott. Und Gott ist offenbart durch Israel. Das Leib gehört dem Christus. Und Christus offenbart den Leib. Und diese ganze Sachen können wir nicht trennen. Israel hat in den Alten Testament seine Verheißungen, und wir wissen, dass die 70. Jahrwoche noch bevorsteht. Das Leib hat in Paulus seine Verheißungen und nur in Paulus. Und die Entrückung steht noch bevor und es wird kommen. Denn es ist nichts, was nicht aus Gott ist. Meine Lieben, es gibt ein großes Problem in der Christenheit. Die Bibel wird als theologisches Buch betrachtet. Die Bibel wird auserlegt, zerlegt, ausgelegt, aber die Bibel ist nicht ein Buch zum Auslegen, sondern es ist ein Buch zu erleben. Denn die Bibel ist Gottes Wort und das Wort ist Liebe. Das Wort ist Gericht, das Wort ist Zorn. Die Bibel kann man nur verstehen, wenn man aus seinem eigenen Leben in der Beziehung mit Gott lebt. Die Bibel kann man nicht verstehen aus theologischen Sichten. Die Bibel ist etwas Praktisches und nicht etwas Theologisches. Es ist genauso, ich habe vier Kinder, ich habe eine Frau. Und in meiner Familie gibt es keine Theologie. Es gibt mal Streit, es gibt Versöhnung, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Versöhnung, es gibt Gespräche, es geben Gesetze des Mannes, es gibt bestimmte Sachen, die auf die vielleicht auch keine Antwort man kriegt.
warum die Frau so macht, warum der Mann so macht, warum mein Kind so ist, wie sie ist. Es gibt manchmal Fragen, wie auch Johannes in den Kerker sitzt und versteht jetzt nicht, bist du der Kommende oder sollen wir auf jemand anderen warten? Es gibt manchmal in dem Alltagsleben in unserer Familie, wo man nicht weiß, wo man steht, wo man ist. Und genau so ist es auch in biblischen Bereichen. Die Bibel ist das Leben. Das Wort Gottes ist Leben. Natürlich auch Zorn, aber auch Gericht. Aber es ist das Leben und manchmal in diesem Leben verstehen wir viele Dinge nicht. Und wir stehen vor offenen Fragen, die wir nicht beantworten können. Es kann um Krankheit gehen, es kann um Beziehung gehen, es kann über alles gehen, wo wir stehen da und wir haben keine Antworten. Aber das Einzige, was gut und schön ist, ist dem Herrn zu vertrauen, zu wissen, Jesus Christus, der lebt, der sorgt für mich, der ist mit mir, der ist hinter mir und egal, wenn ich was nicht verstehe. Ist er auch dennoch an meiner Seite und er lässt mich nicht allein. Auch eine Frau, die ihren Mann nicht versteht, oder ein Mann, die ihre Frau nicht versteht, hofft und weiß doch, sie ist an seiner Seite. Oder die Kinder, oder was auch immer. Und es ist auch leider so, dass wir sehen heute in der zwischengemeinschaftlichen Beziehung zwischen Geschwistern, es gibt keine Gemeinschaft mehr. Man schreibt sich nicht mehr an, man redet nicht mehr miteinander, nur wenn es sein muss. Aber es sind die Zeiten heute, wo man sagen muss, wenn wir nicht zusammenhalten als Christen, dann sind wir verloren. Wir brauchen uns jetzt mehr als vorher, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Wir brauchen uns jetzt mehr und intensiver, aber das gibt es nicht mehr, denn wir lassen uns leiten von diesem Geist der Finsternis. Und es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ich kann die Bibel aus meiner Lebenserfahrung verstehen. All die Videos, die ich gemacht habe, habe ich aus meiner Lebenserfahrung mit Gott gemacht. Und nicht aus theologischer Sicht. Und jeder kann denken, wie er will. Es ist ihm gelassen und zugelassen. Aber ich denke, Lebenserfahrung ist das, was uns auch näher bringen sollte und nicht trennen sollte. Meine Lieben, ich habe gesagt, ich möchte über die Engelwelt sprechen. Und es ist die Tatsache, dass die Engelwelt ist eine besondere Sache, wenn wir das im Ganzen betrachten. Wann
dienen Engeln und wann nicht. Und das ist sehr wichtig zu sehen. Genau deswegen verstehen viele das biblische Ereignis nicht. Denn das Dienst des Engels ist sehr wichtig zu verstehen, wann und wo und in welchen Zeiten die Engel agieren. Es ist natürlich in Hebräerbrief, in Hebräer 2, ja, ist es geschrieben in Hebräer 2, Vers 2, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung, jeder Ungehorsam gerechter Lohn empfing. Das ist das in dem Alten Testament, wo Engel agiert und Diensthaber waren. Wir sehen zum Beispiel bei Adam und Eva, dass der Eden durch Engel bewahrt worden sind. Aber als Adam aus dem Eden heraus entfernt worden ist, rausgeschmissen ist, dann lesen wir bis Abraham über Engel gar nichts mehr. Nicht bei Henoch, nicht bei anderen, auch bei Noah nicht. Die erste Engelbegegnungen lesen wir bei Abraham. Warum? Abraham ist der Mann der Verheißung. Abraham ist der Vater Israels, aber auch der Vater des Glaubens. Und von Adam, bei Adam sehen wir, ja, die Engel waren da, die haben das Eden beschützt, sie haben das Baum des Lebens beschützt, ja, und sie haben Adam und Eva aus der Eden rausgeschmissen, aber dann nichts mehr. Und erst ab Abraham kommen die Engel in Dienst. Und dieser Dienst der Engel bezieht sich bis zum Geburt Jesus. Das sind oft, wo Engel auftreten, zum Beispiel bei Daniel oder so, bei Othniel und. Im Richterbuch erleben wir, dass die Engel kommen und sprechen mit den Leuten. Da sehen wir oft auch bei Abraham, bei Lot, ja, das sind die zwei Engel, die Lot dann auch aus Sodom und Gomorra herausbringen. Ja, also das sind Engel in Action. Die haben ihren Dienst hier zu machen. Aber als Jesus geboren ist, dann sehen wir bei Maria und Josef, da kommen auch noch die Engel dahin. Und ab den Augenblick, wo Josef und Maria wieder nach Jerusalem reinkommen, wo auch Engel dann sprechen zum Josef, dann sind keine Engel mehr am Berg. Warum? Weil Jesus Christus selbst da ist. Und Jesus sagt auch selber, solange ich da bin, ja, solange der Bräutigam da ist, ja, brauchen die anderen sich keine Sorgen zu machen. Aber wenn der Bräutigam weg ist, dann ja. Also als Jesus Christus da ist, da ist keine Rede mehr von Engeln, kein Dienst der Engel.
Was im Leben Jesus noch wichtig ist für mich, das ist meine Meinung. Da muss auch nicht jeder teilen, diese Meinung. Ist, Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Frage ist, ab wann hat Gott Jesus verlassen? Hier finde ich eine ganz interessante Stelle. Jesus geht auf Gethsemane mit seinen Jüngern und sagt, wachet mit mir. Aber die Jünger schlafen ein. Niemand ist mit Jesus zusammen. Und ich denke, dass ab diesem Augenblick war Jesus auf sich allein gelassen. Nicht nur am Kreuz, sondern ab diesem Moment, wo er verraten wurde, gepeinigt wurde, er musste als Mensch das Ganze alleine durchmachen. Und wisst ihr, warum ich das sage? Weil da in Gethsemane ein Engel kommt, um ihn zu trösten. Ein Engel. Ja? Ein Engel kommt, ihn zu trösten. Und danach muss Jesus dieses ganze Leid für uns tragen. Die Auspeitschung, die Krone, was ihm gesetzt worden ist, das Kreuzestod als Mensch. Und dann am Kreuz schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl wir wissen, dass schon Johannes der Täufer bezeugt, ja, dass der Geist Gottes auf Jesus kommt. Und in der Prophetie Jeremia und Jesaja wissen wir, dass der Geist Gottes ruhte auf den Sohn. Und dennoch am Kreuz sagt Jesus, meinen Geist. Er hatte nicht mehr den Geist des Vaters dabei. Und ich bin fast sicher, dass Jesus ab diesem Augenblick in Gethsemane alleine gelassen worden ist und er musste dieses ganze Leid alleine tragen. Und da ist auch wieder der Engel, der ihm beisteht, obwohl Jesus den Geist des Vaters hatte. Aber der Geist des Vaters ist in diesem Augenblick nicht mehr da als Tröster, sondern ein Engel muss ihn trösten. Wir sehen noch Engel in der Apostelgeschichte am Anfang, wo Petrus ins Gefängnis kommt. Und der Engel kommt ins Gefängnis rein und es öffnet sich die Türen, die Handschellen fallen ab und alles Mögliche. Und der Engel führt Petrus aus dem Gefängnis raus. Bei Paulus ist schon was ganz anderes. Es gibt ein Erdbeben. Die Türen gehen auf bei diesem Erdbeben, die Handschellen fallen auf. Und wir sehen, da ist der Heilige Geist am Werk. Ab Paulus sehen wir, dass Engelwelt nicht mehr am Wirken. Und genau das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen. Denn in den Neuen wirkt der Heilige Geist. Und was ist der Unterschied dazwischen? Wir sehen in Daniel zum Beispiel, der Gabriel bringt eine Botschaft den Daniel. Aber der Gabriel ist verhindert. Der kann nicht durchkommen.
und Michael muss ihnen zu Hilfe kommen. Denn die dämonische Welt ist ihm im Wege. Ist im Wege. Also wir sehen, dass das Engelwelt und die dämonische Engelwelt gleichrangig, gleichkräftig sind und die kämpfen miteinander und die können sich gegenseitig behindern. Aber wir sehen zum Beispiel bei Jesus, als er mit Dämonen zu tun hat, dass die Dämonen sofort agieren. Als Jesus gesagt hat, geh raus, dann haben die nicht gesagt, hey, ich mach das nicht. Ja, wer bist du? Sondern die sind sofort raus. Und genau das ist beim Heiligen Geist. Deswegen ist der Heilige Geist und Engelwelt zu unterscheiden. Als Gabriel kam zu Daniel, musste Michael ihm zu Hilfe kommen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann steht ihm niemand in der Weg. Und deswegen ist auch geschrieben in 2. Thessaloniker 2, dass der aus dem Weg getan werden muss, um der Antichrist auftreten können. Denn der Heilige Geist ist kein Engel, sondern der Heilige Geist ist etwas Großes. Und dem kann kein Teufel, kein Dämon oder irgendwas in den Weg stehen, wegen seiner Heiligkeit. Und diesen Heiligen Geist haben wir. Und deswegen brauchen wir keine Dämonenaustreibung in dem Moment, wo der Heilige Geist in uns wirkt. Was leider viele Christen heute machen. Ja. Also man sieht, in dem Alten Testament waren die Engel am Werk. Und die hatten immer zu kämpfen, auch mit diesen Mächten des Finsternis. Heute aber haben wir den Heiligen Geist. Wir haben keinen Engel der sieben Gemeinden. Wir haben keinen Engel der Gemeinde. Wir haben auch keine sieben Gemeinden, sondern wir haben nur eine Gemeinde. Deswegen, ja, aber ich will darüber nicht reden. Heute ist der Heilige Geist und dem Heiligen Geist kann kein Dämon, Engel oder irgendetwas widersprechen. Wir haben das Größte. Und Paulus redet über Engel überhaupt nicht. Er redet über Engel nur da in Korinther, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr auch Engel richtet mehr. Aber über Engel und ihre Dienste redet er überhaupt nicht, weil wir das nicht nötig haben, weil wir den Geist Gottes haben in uns. Aber da kommt Offenbarung, da kommt die 70. Jahrwoche. Und wisst ihr, was interessant ist? In Offenbarung 1 sagt der Johannes, dies ist die Offenbarung Jesus Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll, also in der 70. Jahrwoche, in der Endzeit. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Johannes hatte am Pfingsten, soweit ich weiß nicht, ob ihr das auch so sieht, den Heiligen Geist empfangen. Und dennoch, die Offenbarung über die 70. Jahrwoche hat er durch die Engel offenbart gekriegt. Und die Frage ist, warum? Es ist ganz einfach. Denn in Offenbarung 14 oder 16 ist es deutlich, dass Engel am Werk sind. Engel werden das Evangelium des Reiches verkündigen über die ganze Welt. Engel werden verkündigen, dass man das Mahlzeichen nicht nimmt. Engel werden da sein zum Schutz.
nicht mehr der Heilige Geist, wie heute es ist. Und genau diese Zeiten ist es sehr wichtig zu sehen, um auch die Entrückung zu verstehen. Viele sagen ja, die Entrückung kommt erst später oder nachher oder Dings. Aber es kann nicht sein. Warum bis jetzt wir nicht entrückt worden sind, weiß ich auch nicht. Kann ich es auch nicht verstehen. Aber eins weiß ich, es kommt und es kommt bald. Meine Lieben, wie wollt ihr es haben? Wollt ihr, dass wir füreinander da sind? Oder wollt ihr lieber beleidigt und zurückgezogen sein? Ich finde es schade, dass Christen heute nicht mehr zusammenkommen. Mehr und mehr zusammenkommen und wirklich füreinander da sind. Ich finde es schade. Wir brauchen das. Meine Lieben, wir brauchen Unterstützung. Geistlich, seelisch, finanziell, in jeder Richtung. Jeder, wo es kann. Wir brauchen uns einander. Und wenn wir jetzt uns einander auseinander trennen lassen, da hat der Feind zu lachen. Meine Lieben, lasst uns füreinander, für miteinander und nicht gegeneinander. Genau in dieser Zeit. Egal, in welcher theologischen Sicht du bist. Ich sage aber immer, die Bibel ist eine Lebenserfahrung. Und nimm es auch so, nicht als theologisches, sondern als lebendiges für dein Leben. Denn das ist wichtig. Meine Lieben, wir haben alle Fragen, wir haben alle Kämpfe, wir haben alle Niederlagen, wir haben alle Höhen. Aber lasst euch hier, jetzt, heute noch nicht trennen voneinander. Lasst uns zusammengeschweißt sein. Denn jetzt brauchen wir uns gegenseitig mehr als je zuvor. Aber es ist deine Entscheidung. Und möge der Herr uns Weisheit, Liebe und Gnade schenken. Seid alle fest umarmt, meine Lieben. Jesus lebt. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann hast du die Liebe in deinem Herz, in deinem Leben. Und die Liebe ist nicht nachtragend und rechnet nicht mit Gewinn, sondern er erträgt auch die Verluste. Seid fest umarmt.